Schon gut, schon gut. Das reicht erstmal. Na gut. Wir haben viel Erfahrung. Ich danke dir. Ich schicke jemanden, der dir die Fesseln abnimmt. Tut mir leid, dass das nötig war. Kannst du doch selber machen, Mensch, Junge. Du bist doof. Na gut, wir haben viel erfahren. Wir haben 4 ganze Erinnerungssitzungen jetzt abgehalten. Also da sind wir jetzt schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen an dem Tag hier. Und wissen jetzt schon eine ganze Menge mehr. Was haben wir denn jetzt gerade erhalten hier? Treffen, Joe Moretti. In der Kneipe? Hi Doc, ich muss mit Ihnen sprechen. Ohne Dr. Young bitte. Ich komme nach Staten Island. Warte um 5 Uhr vor dem Tor. Können Sie dann bitte rauskommen? Alles weitere persönlich. Gruß Joe Moretti. Geht klar. Das machen wir und ich nehme an, es wird jetzt schon Nachmittag sein, denn wir haben jetzt schon eine ganze Weile mit den Patienten geplaudert. Schauen wir mal. Nein, hier ist noch niemand. Tja. Dann erstmal wieder rein, ne? Hier ist uns auch nichts Neues. Vielleicht weiß der was. Vielleicht stand der Moriarty schon hier. Nein. Also dann. Gehen wir nochmal zum Doc. Ganz sicher nicht petzen, aber wir können ja mal gucken, ob der vielleicht irgendwelche erhellenden Einsichten für uns hat. Dr. Young, bitte. Tatsächlich. Ich bin fertig in Zelle 5. Er hat sich beruhigt. Die Fesseln können Sie ihm später heute Abend abnehmen. Hier sind die Schlüssel. Wieso machen Sie das nicht selbst? Ich habe einen Termin. Ich nehme an, er ist in noch schlechterer Verfassung als vorher? Das würde ich nicht sagen. Wir haben Fortschritte gemacht. Ich werde es mir ansehen. Das ist ja gemein. Der lässt ihn jetzt den ganzen Abend, den ganzen Nachmittag lang noch mit den Fesseln rumliegen. Das ist ja fies. Warum? Der kann ihm doch die Dinger gleich abnehmen und dann ist gut. Verstehe ich nicht. Hey, jeder könnte dich hören. Ah, hallo Detective. Sie sind schon draußen? Alles klar, ich komme jetzt. Na toll, jetzt hat der Doc bestimmt gehört, dass der Detective da ist. Gut, gehen wir zu Kommissar Moriarty und seinem kühnen Hund, der ihn immer treu begleitet und beschützt. Sein imaginärer Hund. Auch Rex genannt. So, kann ich dann irgendwie... Ach nein, er kommt. Okay. Na Doc, Sie sehen ja ganz schön angegriffen aus. Es ist nicht mein erfreulichster Auftrag. Kommen Sie denn voran? Ich denke schon. Ich habe mit 3 von den Patienten zumindest Erstkontakt. Und? Hinweise auf die Identitäten? Nein, noch nicht. Aber ich habe einen anderen Verdacht. Möglicherweise waren sie alle am gleichen Ort. Aha. Wie kommen Sie darauf? Es gibt Beschreibungen, die sich überschneiden. Als hätten sich ihre Wege gekreuzt. Zumindest bei 2 ist das so. Es muss sich um eine Art Bunker handeln. Oder ein Militärgelände. Okay, ich setze Jason dann nochmal dran. Okay, was gibt's denn für Informationen? Aber Sie hatten etwas für mich, Detective. Schießen Sie los. Tja, wissen Sie, wir haben uns nochmal genauer mit der Kleidung beschäftigt. Wir haben die Blutspuren an den Kleidungsstücken auf Drogen getestet. Und? Alle negativ. Keine Barbiturate, keine Aufputschmittel, nicht mal THC. Bei keinem? Auch nicht Zelle 5? Zelle 5 hatte etwas Alkohol im Blut, kaum der Rede wert. Okay, was soll dann das konspirative Getue? Kommen Sie vor die Tür, soweit? Ich habe nicht gesagt, dass wir gar nichts gefunden haben. Also? In den Proben, in allen 5, sind 100-fach erhöhte Testosteronwerte nachweisbar. Huh? 100-fach erhöht, doch. Damit wird man zur Kampfmaschine. Sind solche Werte auf natürlichem Wege zu erreichen? Stress oder sonst was? Nein, vielleicht in Ausnahmefällen. Bei der Army hatten wir bei manchen Soldaten stark erhöhte Werte, vor allem nach Simulationen und echten Kampfeinsätzen. Das hier sind keine Soldaten. Nein, und solche Werte in 5 verschiedenen Proben, das ist undenkbar. Wir müssen also annehmen, dass ein Mediziner in die Sache verstrickt ist. Auf dem Schwarzmarkt bekommt man Testosteron ohne Schwierigkeiten. Das gibt's an jeder Ecke im Internet. Viele Sportler schwören darauf. Wo kommt das Zeug her? Tja, es wird aus Krankenhäusern abgezweigt, geschmuggelt, illegal produziert, was sie wollen. Wäre es möglich, dass es hier verabreicht wurde? Hier im Hospital? Bevor die 5 Anstaltskleidung bekommen haben? Wäre doch denkbar. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Sowas würde Dr. Young nicht machen. Sicher? Warum sollte er das tun? Welchen Zweck hätte es? Keine Ahnung.
Sind die Patienten dennoch aggressiv? Nein. Bis auf einen heißt das. Mhm. Okay, und was soll ich jetzt machen? Sie schauen bitte mal unauffällig, was Dr. Young und seine Vogelscheuche so treiben den ganzen Tag. Es wäre auch ratsam, ihn möglichst aus ihrer Arbeit rauszuhalten, bis wir ihn überprüft haben. Das sollte kein Problem sein. Naja. Also es wäre wirklich sinnlos, denen Testosteron zu geben. Denn selbst wenn sie dann zur Kampfmaschine werden, bringt ihnen das ja nichts, wenn die in der Zelle drin sind. Und vor allem erst sie aufzuputschen und angriffslustig zu machen und ihnen anschließend irgendwelche Beruhigungsmittel zu geben, wäre ja auch sinnlos. Von daher zweifelhaft. Obwohl, wenn man ihnen das Zeug schon vorher irgendwann gegeben hat, dann müsste es ja so langsam abgebaut sein, oder? Wissen Sie, Detective, Dr. Young irritiert mich etwas. Wundert mich überhaupt nicht. Ging mir vom ersten Tag an so. Er kann mich auf den Tod nicht ausstehen. Beunruhigt Sie das? Gehen Sie ihm einfach aus dem Weg. Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, er hat private Informationen über mich. Zum Beispiel? Nun, er weiß Dinge über mich und meine Frau. Ach. Ja. Was gibt es da, das er nicht wissen sollte? Oder soll ich das auch nicht wissen? Es sind sehr private Dinge. Verstehe. Ich glaube nicht, dass Sie das wirklich verstehen, Detective. Und es ist mir auch lieber so. Ich möchte nicht, dass Sie einen falschen Eindruck von mir bekommen. So, so. Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Hören Sie mal, Doc. Ihr Privatleben ist natürlich Ihre Sache, das ist klar. Aber wenn Sie irgendwie erpressbar sind wegen irgendeiner dummen Geschichte, dann sollten Sie mir das lieber sagen. Erpressbar? Nein, natürlich nicht. Es ist unangenehm. Weiter nichts. Aber Sie wollen es mir nicht sagen? Nein, eher nicht. Ich will nur, sagen Sie, könnten Sie mal nachforschen, ob irgendjemand in den letzten Jahren meine Personalakte bei der Armee angefordert hat? Kann ich machen, ja. Tun Sie das bitte. Ich wüsste gern, wer da Geschichten über mich in Umlauf bringt. Wie geht's eigentlich Ihrer Frau, Doc? Was? Ihrer Frau, wie geht es ihr? Gut. Es geht ihr gut. Sie ist in Washington. Fein. Laden Sie sie doch mal für ein paar Tage ein. Vielleicht lernen wir uns dann erkennen. Ich glaube nicht. Ich meine, sie will lieber zu Hause bleiben. Schade. Ja. Na gut, wie auch immer. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich Neuigkeiten habe. Ich muss los. Da vorne kommt Dr. Youngs reizende Assistentin. Passen Sie auf sich auf, Doc. Ja, danke. Komischer Kauz manchmal. Wie er so meinte, schade. Und ohne ein Wort zu sagen, geht's ja an uns vorbei. David? Einen Moment. Sagen Sie, ist das nicht... Wer? Der Mann im Anzug. Das ist ein Pharmavertreter aus Houston. Ah, ich kenne ihn. Vom Fähranleger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mr. Clark ist erst seit heute Nachmittag in New York. So, naja. Er sieht ihm jedenfalls ähnlich. Vielleicht liegt es am Anzug. Wo, sagten Sie gleich, arbeitet er? Dwight Chemicals. Große Firma. Gab's nicht mal diesen Testosteronskandal bei denen? Ich wüsste nicht. Wir kaufen unsere Sedativa bei Dwight. Klar. Und davon verbrauchen Sie ja hier reichlich. Sicher ein gutes Geschäft für Dwight. Sie kommen dann sicher zurecht, David. Ich bin auf dem Weg raus. Wohin ist er gegangen? Wie bitte? Mr. Clark. Zum Seitenausgang. Ah, dann schönen Feierabend. Darf ich? Ist das nicht ein bisschen unlogisch? Die Psychiatrie macht bald zu und die laden sich einen Pharmavertreter ein, um hier noch groß irgendwelche Beruhigungsmittel einzukaufen. Da ist es irgendwie ein bisschen unsinnig, finde ich. Abgeschlossen. Ja klar, der Typ ist ja nicht mehr da. Dafür wird jetzt aber hier drüben... Gibt's denn hier was Neues jetzt? Das sind bloß Zellen. Da ist der Seitenausgang. Hier ist die... Moment, ich will mal kurz gucken. Vielleicht ist hier auch irgendwas. Irgendwo? Nein. Okay, hätte ja sein können, dass jetzt irgendwo der Seitenausgang verfügbar wird. Wobei das dann ja der hier hinten sein müsste. Aber dann gehen wir mal zur Ärztin. Oder zur Schwester, was auch immer. Hey, kann Sister. Kann ich noch mal kurz stören? Bitte. Hören Sie, Tamara, ich möchte mich entschuldigen. Es war nicht richtig von mir, Sie so in Gefahr zu bringen. Allerdings. Ich habe Ihnen vielleicht nicht ausreichend erklärt, wie ich arbeite. Meine Methode funktioniert nur, wenn die Patienten nicht mit Medikamenten belastet sind. Das kann natürlich bedeuten, dass es etwas gefährlicher wird, sich Ihnen zu nähern. Sie müssen sich dem nicht aussetzen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas passiert. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Okay, wenn Sie meint. Sagen Sie, dieser Mann im Anzug, der Anzugmann. Wer? Da war ein Mann im Anzug draußen in der Halle mit Dr. Young. Er ist zum Seitenausgang hinausgegangen.
Dr. Young sagte, es sei ein gewisser Mr. Clark. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Er ist Vertreter von Dwight Chemicals. Das mag sein. Wir arbeiten eng mit Dwight Chemicals zusammen. Sie kennen ihn also nicht? Nein, aber die Vertreter bei Dwight wechseln öfter. Wahrscheinlich ist er neu. Warum interessiert Sie das? Er kam mir bekannt vor, das ist alles. Wie oft kommt er denn? Einmal pro Quartal. Aha. Wir haben November. Da ist er spät dran, oder? Richtig. Die bösen Pharmaunternehmen immer. Also es liegt ja jetzt nahe zu glauben, dass die hier das Testosteron sich irgendwie anlachen, um dann irgendwas an den Patienten zu untersuchen. Vielleicht Tests, wie die Patienten drauf reagieren, wenn man die mit 100-facher Dosis Testosteron vollstopft. Das wird bei Männern und Frauen probiert oder irgendwie so. Bloß ist es dann unlogisch, dass die Patienten alle im selben Alter sind, weil man dann ja natürlich, wenn man ein breites Spektrum haben will, auch verschiedene Altersklassen ausprobiert. Von daher nehme ich an, wird es das wohl nicht sein. Aber wir werden sehen. Wird sich bestimmt noch aufklären. Ich würde gern einen Moment mit Ihnen über Dr. Young sprechen. Worum geht es denn? Wissen Sie, Dr. Young und ich kommen nicht sehr gut miteinander aus. Das ist mir nicht angenehm. Ich weiß, dass wir fachlich sehr unterschiedliche Auffassungen haben, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir besser zusammenarbeiten könnten. Und weiter? Ich dachte mir, vielleicht könnten Sie ein bisschen auf ihn einwirken. Oder mir zumindest erklären, was ihn eigentlich so gegen mich aufbringt. Das wollen Sie wirklich hören? Ja. Dr. Young ist ein geachteter Wissenschaftler gewesen, Mr. McNamara. Er hatte bis in die frühen 80er Jahre eine fabelhafte Karriere. Seine Forschungen zur Behandlung von Aggressionen wurden weltweit beachtet. Ja, das weiß ich. Und dann gab es diese beiden Todesfälle, nicht wahr? Bei einer seiner Versuchsreihen. Worum genau ging es da? Es waren die letzten klinischen Tests für ein neues Medikament. Das Mittel war vorher durchweg erfolgreich in Tierversuchen getestet worden. Er hatte Jahre daran entwickelt. Was war das für ein Medikament? Ein Aggressionshemmer. Es hätte als Bestandteil seiner Young-Methode die Aggressionstherapie revolutioniert. Seine Arbeit wäre zum weltweiten Standard geworden. Wäre? Wären nicht die beiden Patienten gestorben? So ist es. Die beiden starben, er war diskreditiert und wurde versetzt. Hierher, nach Staten Island. Sie können sich vorstellen, dass er das als eine schwere Strafe empfunden hat. Sicher, wenn ich mich hier umsehe. Jetzt wird Staten Island geschlossen. Und für seine letzten Patienten setzt man ihm einen externen Kollegen vor. Ich verstehe. Er empfindet mich als Konkurrenz. Er weiß, dass Sie ihm nicht das Wasser reichen können. Dass Sie dennoch hier sind, ist demütigend für ihn. Ich kann ihm nicht das Wasser reichen? Nein, ganz und gar nicht. Aha. Na, wenn Sie meinen, würden Sie trotzdem mal mit ihm sprechen? Es wäre schön, wenn er sich ein bisschen zurücknehmen würde. Wir alle würden dann besser zurechtkommen. Ich würde Ihnen raten, ihn einfach in Ruhe zu lassen. Na gut, wir sprechen ohnehin nur das Nötigste. Wäre das alles? Immerhin ist sie ja ganz loyal ihrem Dr. Young gegenüber. Ich muss wieder. Bis später. Also, falls wir uns nicht mehr sehen, bis morgen. Und auf ihre verschrobene Art und Weise ist sie eigentlich auch ganz sympathisch, finde ich. So ein bisschen zumindest. Ist halt jetzt nicht so unglaublich sympathisch, die Sympathie in Person, aber ja, auf ihre Art und Weise ist halt ein bisschen eigen. Finde ich sie schon ganz okay, vor allen Dingen, weil sie halt auch loyal gegenüber Dr. Young ist, auch wenn der eine ziemliche Kackbratze ist. So, und wir haben jetzt eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte, was wir machen sollen, oder? Wie geht's dir? Ich lasse ihn erstmal. Okay. Wir könnten auch mal nach den Frauen schauen, aber ich will erstmal nach den Patienten schauen, die ich schon hier in der Mangel hatte. Hallo. Ich muss versuchen, ihn näher an seine Erinnerungen zu bringen. Es muss Nacht gewesen sein. Ach so, okay, es muss Nacht gewesen sein. Bedeutet, Licht ausmachen. Na dann, ich nehme an, die Frauen werden dann am Ende der Schlüssel sein, um das Ganze aufzuschlüsseln, wie das sich hier alles zugetragen hat. So, jetzt guckt sie noch. Vielleicht darf ich fragen, was Sie mit diesem Schalter zu schaffen haben? Es ist blöd, dass der dann immer erst hingeht. Das dauert natürlich dann immer noch ewig. So, jetzt guckt nach unten, Mädel. Alles klar. Wunderbar. Ist natürlich auch tierisch unauffällig, nur weil sie nach unten guckt, kriegt sie es nicht mit, dass der da an dem Schalter rumhantiert. So, dann in Zelle 3. Finsternis.
Da bin ich wieder. Alles in Ordnung mit dir? Ich will hier weg. Was ist passiert? Hat dir jemand etwas getan? Ich will hier weg. Sie werden mich umbringen. Sie werden uns alle umbringen. Bist du wach, Junge? Erkennst du mich? Es ist so dunkel. Wo ist die Taschenlampe? Du hast Angst vor der Dunkelheit? Wir werden sterben. Okay. Was sagt mir das jetzt, ist die Frage. Pendel hilft wahrscheinlich nichts, weil er sieht ja eh nichts. Erfahren wir noch was? Er sagte, er hatte eine Taschenlampe. Vielleicht hilft mir das weiter. Ach, also eine Taschenlampe finden. Wo soll ich denn hier eine Taschenlampe finden? Ich habe noch nirgendwo irgendwas gesehen, was wie eine Taschenlampe aussieht. Einstecken haben wir auch nichts. Mir fällt gerade was ein übrigens. Ich hatte ja vorhin ewig rumprobiert, alles Mögliche. Und da habe ich mal die Brieftasche untersucht. Kein Bargeld mehr drin. Gut, dass ich die Kreditkarte noch habe. Und habe die Kreditkarte gefunden. Und wenn wir die untersuchen, kriegen wir eine neue Telefonnummer. Ach so, das war jetzt falsch. Untersuchen. Meine Premium-Card. Da steht die Telefonnummer für Notfälle drauf. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir es brauchen, aber wir werden es sicher noch irgendwann brauchen. Da können wir die Bank mit anrufen. So, und jetzt müssen wir irgendwas finden, um Licht zu machen. Leider habe ich keine Ahnung, was. Es muss theoretisch hier drüben mit drin sein. Denn einen anderen Raum gibt es derzeit nicht hier. Ach, na sieh mal einer an. Bitte lassen Sie die liegen. Ich möchte die aber haben. Ja, guck weg. Fuchtel noch 5 Stunden damit rum, dann sieht sie es bestimmt nicht. So, da wir die jetzt haben, können wir die Erinnerung wieder auffrischen gehen. Ab in Zelle 3. Muss ich die dem jetzt noch geben oder schaffst du das? Er sagte, er hatte eine Taschenlampe. Vielleicht hilft mir das weiter. Ach komm, jetzt sei mal nicht so. Das hättest du doch, du hast sie im Inventar, das muss reichen. Ach, dann musst du die halt, ja warte, verwenden. Oder nein, nicht verwenden, sondern drücken. Tada. Und jetzt sag mal was. Vielleicht hilft es ihm, wenn ich ihm Dinge näher bringe, an die andere sich erinnern. Ach, okay. Also mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten und dann erzählen wir mal von Cliffs Erinnerung an das Militärdepot. Zelle 5. Nacht. Teil 1. Ich komme hier raus. Irgendwie komme ich hier raus. Wo bist du? Sieht aus wie Lager. Ein altes Armeelager, ein Depot. Wie fühlst du dich? Es ist gefährlich hier. Ich muss abhauen. Ist jemand bei dir? Nein. Ich muss das Tor aufbekommen. Mal sehen. Hilft sogar, ich bin begeistert. Die Lampe. Da ist die Lampe. Ja, es ist dunkel. Aber hier ist eine Lampe. Du hattest eine Lampe. Erinnerst du dich? Konzentrier dich. Erinnere dich. Du warst in einer Küche. Erinnerst du dich? Da, die Küche. Ich bin in der Küche. Sehr gut. Was hast du getan, bevor du in diese Küche kamst? Auf geht's. Da ist wieder mein Zimmer. Es klopft. Hi. Hi. Es ist das Mädchen. Das dunkelhaarige Mädchen. Was gibt's? Es geht ihm nicht gut. Wem? Unserem Mamasöhnchen? Sprich nicht so von ihm. Er ist nun mal kein... Held? Nein, weiß Gott nicht. Er weint. Ganz schlimm. Wir müssen ihm helfen. Wie denn helfen, mir selbst zum Heulen? Jetzt muss sich jeder selbst helfen. Bitte. Geh doch mal rüber und sieh nach ihm. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Verstehst du? Ich habe ihm schon verdammt nochmal genug. Wie ist das? Was ist das? Sein Tagebuch.
Wo hast du das denn her? Weiß er, dass du es hast? Ich muss gehen. Leb wohl. Was soll das heißen, leb wohl? Hey, warte doch mal. Sie hat mir ein Tagebuch gegeben. Und ich soll nach diesem Mamasöhnchen sehen. Aber bevor wir nach diesem Mamasöhnchen schauen, was wahrscheinlich Jonathan sein wird, nehme ich mal so an, also der Junge aus Zelle 1, mache ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Tschüss!